Ich erinnere mich, wie ich dieses Video hier eigentlich schon im Herbst 2021 machen wollte. Und seitdem habe ich es eigentlich immer weiter, 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 weiter vor mir hergeschoben. Und auch wenn wir uns das vielleicht manchmal anders vorstellen, es kann halt nicht alles so unendlich lang weitergehen. Das Leben verläuft nun mal phasenweise zyklisch. Was eigentlich ganz interessant ist, achtet da mal drauf. Und ich bin jetzt halt an so einem Punkt angekommen, an dem ich einfach sagen muss, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Es verlangt einfach nach einer Veränderung von mir. Das ist oft wirklich hart, aber ich muss mir die Fakten halt auch so anschauen, wie sie sind. Und da hilft es auch nicht, sich das irgendwie schön zu reden oder so. Nur wenn man die Fakten wirklich anschaut und akzeptiert, kann man auch das Gesamtbild betrachten. Und ein weiterer extrem wichtiger Punkt ist dort die Verantwortung. Nur wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst für deine Probleme und dein Leben, kannst du wirklich etwas verändern. Aber das ist jetzt gar nicht so sehr das Problem bei mir. Wir alle wissen ja, und jetzt kommen wir mal zum Kraftsport zurück, dass man im Aufbau Muskeln aufbaut. Das ist schließlich das Ziel. Für den reinen Muskelaufbau kann der Kalorienüberschuss wirklich minimal ausfallen. Ich habe davon Zahlen wie unter 100 Kalorien gelesen. In der Theorie klingt das sehr gut und ist bestimmt auch richtig. In der Praxis ist es aber absolut unmöglich. Du kannst einen Kalorienüberschuss von 50 bis 100 Kalorien selbst beim genauesten Tracken einfach nicht garantieren. Und genau deswegen packt man ja einen zusätzlichen Sicherheitszuschlag drauf. Ich persönlich bin in meinem Aufbau mit einem Kalorienüberschuss von 300 Kalorien gefahren, der zumindest in einer Zunahmerate von 0,3 Kilo pro Woche resultiert. Diese überschüssigen Kalorien werden natürlich nicht unendlich lang weiter zu Muskeln aufgebaut, da geht halt nur bis zu einem bestimmten Punkt, ist ja auch logisch. Und diese überschüssigen, also wirklich überschüssigen Kalorien werden dann halt zu Fett. Und das ist eigentlich auch gar kein so großes Problem, natürlich, wenn man jetzt nicht einen Dirty Bulk oder so macht mit einem Überschuss von 1000 Kalorien oder so. Und somit habe auch ich Fett aufgebaut und vielleicht auch nicht so viel im Vergleich, aber das summiert sich natürlich über die Zeit. Und ich mache den Aufbau auch jetzt nicht erst seit gestern, sondern schließlich seit 14 Monaten. Jetzt sprechen wir mal Facts. Auf der einen Seite würde ich den Aufbau gerne noch weitermachen, denn das wäre auch noch irgendwie vertretbar. Allerdings kommen jetzt auch viele Faktoren zusammen, die für eine andere Entscheidung plädieren. Wie schon am Anfang gesagt, hatte ich eigentlich schon nach 3 Monaten gedacht, einen Cut machen zu wollen, zu sollen. Zumindest hatte ich es so geplant. Zu diesem Zeitpunkt wäre es natürlich nicht sinnvoll gewesen und so habe ich es immer weiter hinausgeschoben, was ja aus der Perspektive eines Aufbaus als durch und durch positiv zu bewerten ist. Ja, und jetzt sitze ich heute hier. Die Faktoren sprechen einfach eine andere Sprache wie noch vor ein paar Wochen und insgesamt ist es für mich im Gesamtkontext betrachtet der richtige Zeitpunkt. Ich werde also eine Diät machen. Der Aufbau, und jetzt wird es interessant, ist allerdings nicht beendet. Was ich genau damit meine und vieles mehr werde ich in den nächsten Tagen und Wochen in etlichen weiteren Videos genauer erklären. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Diät und vor allem euch da mitnehmen zu können. Ich werde wirklich mein Allerbestes geben, euch da so viele Einblicke und so viel Mehrwert wie nur irgendwie möglich bescheren zu können.